Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen News-Ausgabe von autofori.de. Paris nähert sich mit rasenden Schritten und dementsprechend gibt es auch endlich wieder Neuvorstellungen, aber vorher ein sehr interessantes Gerücht. Und zwar wurde der erste Prototyp der neuen Toyota Supra gesichtet. Eventuell ist ja schon bekannt, BMW und Toyota kooperieren für einen neuen Sportwagen. Bei BMW heißt der Z5, bei Toyota historisch gesehen Supra. Und da wurde jetzt der erste Prototyp gesichtet. Man geht davon aus, dass es ungefähr so aussehen wird wie das FT1-Konzept, was mal vor Jahren vorgestellt wurde. Vier Zylinder, sechs Zylinder sind geplant und im Fall von Toyota eventuell auch eine kleine Hybridkomponente. Dann weiter mit einer richtigen Neuvorstellung. Audi hat A5 und S5 Sportback vorgestellt. Wirkliche Überraschungen sehen wir da nicht. Im Prinzip, wenn ihr euch das Video bzw. die Videos zum A5 und S5 Coupé bei uns anschaut, dann wisst ihr eigentlich alles, was auch im Sportback vorhanden ist. Plus eben der nutzbaren Rückbank und den zwei hinteren Türen. Preislich geht es los bei 37.800 Euro für den A5 Sportback und bei 62.500 Euro für den S5 Sportback. Beide Modelle werden ab Frühjahr 2017 verfügbar sein. Bei Peugeot setzt man die SUV-Offensive knallhart fort, in Anführungszeichen, denn nun ist auch der 5008 kein Mehrfamilientransporter mehr, sondern ein Crossover, ein SUV. Und für mich sieht das eigentlich aus wie ein gewachsener 3008. Das heißt, man bewegt sich weiterhin in dem Kompaktsegment, ungefähr auf Größe des Kodiaq und auch mit dritter Sitzreihe Unterschied. Hier kann man die dritte Sitzreihe komplett entfernen. Preise sind leider noch nicht bekannt. Weltpremiere findet in Paris statt und die Markteinführung ebenfalls im Frühjahr 2017. Zum Schluss noch eine Neuvorstellung, die wirklich auch eine richtige Neuvorstellung ist. Denn mit dem Hyundai i30 nutzt man eine neue Plattform, man geht neue Designwege, etwa in der Front, da gibt es den Kaskadengrill, der soll nicht nur für den i30 genutzt werden, sondern auch für alle weiteren Hyundai-Modelle, das heißt, man baut da so langsam eine Signatur auf. Das gesamte Design soll auch ein bisschen Ausschlag dafür geben, wie künftige Hyundai-Modelle aussehen werden. Motoren gibt es drei Benziner und drei Diesel, wobei der Diesel eigentlich immer ein 1,6 Liter Turbodiesel ist mit 95, 110 oder 136 PS. Und bei den Benzinern gibt es einen 1,4 Saugbenziner mit 100 PS, einen kleinen Dreizylinder mit 120 PS und einen neuen 1,4 Turbobenziner mit 140 PS. Wahlweise lässt sich das Ganze dann auch mit dem 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe kombinieren. Im Innenraum können wir zwischen 5 und 8 Zoll Touchscreen wählen. Android Auto und Apple CarPlay werden natürlich auch unterstützt. Aber viel interessanter ist, dass der i30 die Basis für das erste Fahrzeug der neuen Performance-Marke N sein wird. Das wird ebenfalls im Frühjahr 2017 in Produktion gehen und damit beende ich auch die News der Woche. Ich bin gespannt, was noch passiert, denn Paris kommt da immer näher. Das heißt, wir werden auch noch viele weitere Neuigkeiten sehen.